Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge. Was spielen wir? Seven Days to Die? Ja. Ich musste gerade die ganzen Spiele, alle Spiele, die ich im Kopf hatte, durchgehen. Ja, Folge 15. Wir fangen hier an am 7. Tag um 7.07 Uhr. Und wir werden angegriffen. Aber das ist natürlich überhaupt kein Problem. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Und das ist doch ein Problem. Ja, alles gut. Denn der Dingi-Hild ist auch mit am Start. Hi, moin moin. Aber so langsam sollte man uns kennen. Ja, genau. Oh, das ganze schön. Internet sollte uns langsam kennen. Ja. Ja, so sieht's aus, genau. Und wir sind hier und wie ihr an meinem Lebensbalken sehen könnt, ich bin infiziert und gleich tot, weil ich habe kaum noch Lebensenergie. Ja, ich muss mir aber unbedingt den letzten Teil angucken. Ich weiß nicht mehr warum. Da ist so ein Kriecher. Der macht mir die ganzen Spitzen kaputt, die ich hier mit dem im Garten habe. Das ist gar nicht klar. Das geht nicht. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Für uns ist das jetzt, keine Ahnung, wie lange her der letzte Teil? Boah, das weiß ich auch nicht. Drei Wochen oder so? Mindestens, wenn nicht länger. Ja. Es wird leider im Moment zur Gewohnheit, auch bei mir. Ich hab meinen letzten. Da hinten ist ein Spider, zwei Spider. Was? Wo? Richtung. Warte mal, wo ist der Kompass? Richtung Westen ungefähr, ja, so Richtung Westen. Der da auf uns zukommt? Da kommt da was auf uns zu? Nee, die sind da hinten einfach nur. Die gehen weg. Dann schieße ich nicht. Nee, das ist auch ziemlich sehr weit. Ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt sehen kannst. Ja, doch, ich hab eben welche aus ziemlich weiter Entfernung abgeknallt. Naja, so, soweit wir wissen, unser Wissensstand ist, dass wir hier eine zweite Hütte gebaut haben und ich gehe jetzt eine Siedlung suchen, Leute. Ja, genau. Ja. Tschüss, Dre. Tschüss. Meine Energieleiste ist ungefähr so niedrig wie die von Digiheld, denke ich mal. Ja, also... Nämlich nicht vorhanden. So eins? Also ich sehe nichts. Ja, ich habe auch, also ich sehe, dass da was Rotes ist, aber das war's auch schon. Ich werde erstmal was futtern, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Lass mal die Tür auf, genau. Ach so, ja, die geht ja nicht zu. Entschuldigung. Er ist nicht bei dir wie bei dir zu Hause auf dem Bahnhof, ne? Ja, wo die Tür alleine zugeht, nee. Ja, ich schmeiß jetzt halt noch ein bisschen Essen in den nutzlosen Körper, der so bald verreckt, weil ich bin hier infiziert und verliere sowieso dann auch noch mal Lebenspunkte. Wenn irgendeiner von euch vielleicht einen Verband hat oder so, das wäre toll. Und Antibiotika. Wenn du irgendwie im Badezimmer bist, Ray, dann guck mal in den Spiegel, da findet man oftmals Antibiotika. Dann sterbe ich vor Angst, wenn ich in den Spiegel gucke. Verbände habe ich. Ich habe welche in die Kiste gepackt auch. Ja, aber die müssen ja, es ist besser, wenn die halt mit Aloe Vera so. Genau, das ist nämlich das große Problem, Aloe Vera. Aloe Vera, ich kann das Wort nicht aussprechen. Das ist... Hast du doch gerade. Ja, aber nicht so spontan, ich kann das immer nur, Aloe. Geplant, immer nur vorher geplant. Genau, ja, geskriptet sozusagen. Ja, das sowieso, wenn das nicht im Drehbuch steht, haben wir ein Problem. Schön den Magen voll. Hast du was? Ja, nee, ist schon gut. Was zu futtern? Oder was meinst du? Ja, zu futtern. Ey, jetzt habe ich Leben gekriegt. Ey, das ist ja cool. Seit wann kriegst du mein, durch Futtern Leben? Echt? Was hast du gefuttert? Sag ich nicht. Sag mal. Ich glaube, das war dieses Hähnchenfleisch. Ach, die ist gegrillt. Ja, okay, schade. So, jetzt bin ich wieder am Start. Okay, oh, aber so ein paar Bäume fällen. Boah, Alter, das ist aber auch hier krass. Diese Spieße, so zweireihig. Wenn du dagegen kommst, verlierst du gleich die Hälfte am Leben. Ist direkt vorbei, ja. Ist ein bisschen, aber ja. Die Zombies halt auch und deswegen. Darum geht's. Ja, aber die Spieße kommen sowieso weg. Die Spieße kommen weg? Die Spieße kommen weg. Ich merke schon, wie du dich langsam in einen Zombie verwandelst. Die Spieße kommen weg und werden durch einen Graben ersetzt. Ja, dafür brauchen wir ja noch eine Schmiede. Ist das ein Spider? Woran erkennt man die Spider? Dafür braucht man keine Schmiede. Ah!
Und Spider haben lange Arme. Ich hab's überlebt. Ich bin Ach, da kommt eine Horde! Da kommt eine Horde! Da kommt eine Horde! Da kommt eine Horde! Ich kann langsam nicht mehr darüber lachen. Aber es wird doch jeden Tag sogar schwerer, oder? Also, die werden doch jeden Tag krasser. Da kommt eine Horde. Ja! Brauchst du Hilfe? Soll ich zurückkommen? Ja, nö, bro. Forge ist wichtiger. Ja, mit etwas Glück rennen die ja hier dran vorbei. Oh Gott! Wie steht man auf? So. Wie rennt man? So, alles klar. Ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Da ist die Horde. Da ist sie. Ich kann die Köpfe sehen. Oh Gott. Gut, dass du die Kamera bist und nicht ich. Ja. Man sieht nichts. Ich versteck mich hier. Warum look ich eigentlich? Ich hab doch Fenster. Kaum stehe ich am Fenster, so Fenster und winken. Fenster und winken. Ja, ja. Alter Vater, hier ist aber ganz schön was los. Wieso ist denn hier so viel los? Ein so ein Mistviech dreht sich doch echt um. Das ist ja wie im Film hier, ey. Ja, alle vorbei und der letzte dreht sich nochmal um, ja. Oh, ho, ho, daneben! Oh Mann, ich weiß gar nicht mehr, ich kann das überhaupt nicht mehr. Oh Scheiße! Oh Gott, da sind ja noch mehr! Alter, das ist. Nein, nicht aufstehen, du Vollkofferidiot, Arschloch, oh nö! Ich wäre jetzt ja gerne da, ne? Ich bin übrigens auch infiziert, glaube ich, wenn dieses Bio-Dingsbums-Zeichen da ist. Ja. Ja, alles klar. Okay, der eine knabbert gerade an unserer Hütte. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Häuschen? Alter, was? Knusper, Knusper, Knaser, wer knäckelt an mein Vaser? Kann ich den eigentlich auch so erschießen? Ja. Ist das so ein Bug oder vielleicht mit etwas Glück? Ja. Ja! Ich habe ihn durch die geschlossene Tür erschossen. So ist richtig. Wenn er halt sich durch die Tür buggt, weißt du? Oh, ich dachte gerade, das wäre Müll, aber das ist ein Kriecher gewesen. Okay. Aber ich werde sowieso sterben. Spätestens, wenn ich wieder versuche rauszukommen. Alter, ich. Naja, ich kann ja schon mal ein paar Woodframes craften. Ja, aber du spawnst wenigstens da. Wenn ich verrecke, dann ist alles weg. Wieso denn? Dein Schlafsack ist doch hier. Ja, aber mein Zeug, was ich habe, ist dann hier. Naja, Mensch, dann gehst halt da hin und holst das wieder. Du willst das bist auch sowieso dahin. So viel, aber. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht, Alter. Die rennen ja hier kreuz und quer. Das haben wir ja auf der Autobahn gebaut oder was, ey. Meine Fresse, ich krieg ja gleich Plack. Den Schwierigkeitsgrad hast du nicht erhöht, oder? Nein. Nicht absichtlich. Oh, Alter, das ist jetzt... Okay, also ich habe hier Ruinen gefunden. Das bringt uns aber nicht so viel. Ja, ich habe auch Ruinen gefunden. Und ja. Unser Ruinen habe ich gefunden. Also selbst gebaut, die Ruine. Also Heroin, ne. Ich habe Ruinen, ja, unseren Ruinen habe ich gefunden. Alter, ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr laufen. Also ich sterbe sowieso gleich, ne, aber trotzdem. Das geht ja ums Prinzip. Die wird nicht kampflos aufgegeben. Oh, Alter, der zertrümmert mir echt die Hütte hier. Alter, hat deine Mutter dir nichts vom Benehmen beigebracht, oder was? Die Krankenschwester, die haben manchmal was mit. Alter, der zertrümmert mir die Hütte hier. Das ist viel. Ey, Alter, was ist denn da los? Oh, shit. Oh, shit. Ich hab's gewusst, Alter. Noch ein bisschen weiter nach vorne. Oh, shit. Oh, das... Ich schieß hier immer in den... Alter, fuck. Ey, aber ich treff nicht. Das ist doch zum Kotzen. Das frag mich mal. Boah, jetzt sind die schon drin. Alter. Fünf Zombies, alles klar. Scheiße. Sechs. Nein, nicht schon wieder. Oh Mann, jedes Mal diese scheiß fucking Spieße, ey. Das geht nicht. Das ist zum Kotzen.
Oh, Alter. Weil du musst jetzt zur Not, musst du noch irgendwie rauskommen aus der Hütte, ey. Alter! Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich treff nichts mehr. Ich hab noch nicht einen einzigen getroffen. Jetzt. Aber mit nicht treffen bist du nicht alleine. Ah, oh Gott. Ich verreck doch. Ah, Gott, nein. Ja, ein Treffer noch, dann war's das. Noch ein. Ja, alles klar. Was ist da los, Alter? Wieso sind das auf einmal so viele? Kacke. Mal, das müssen wir uns noch mal überlegen mit den Spießen. Also zumindest zwei reicht. Das können wir nicht machen. Weil wenn die halt reinkommen und du willst irgendwie aus der Hütte raus, dann springst du in die Spieße rein. Das ist ja sinnlos. Wo soll ich jetzt spawnen? Bei meinem Schlafsack oder ja, klar. In meinem Schlafsack? Ich mache einfach mal in meinem Schlafsack. Alles klar. Guten Tag. Da draußen hängt ein Zombie. Okay. Er hängt in der Hütte? Wie, er hängt in der Hütte? Nee, jetzt ist er in der Hütte. Hä? What the fuck? Wo redest du? Lassen Sie mich in Ruhe. Boah. Ich muss Crossbow craften. Nee, Crossbow ist Quatsch. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse, du. Wo bist du denn überhaupt? Ey, sag mal, ich hab doch... wieso schieße ich denn so schlecht? Achtung, ich komme von der Seite. Geil, wie das aussieht. Mit deinem Helm noch dazu. Die Bitch mal leer. Was hat sie denn da? Was ist das? Vitamine. Wer zum Teufel braucht Vitamine? Hast du mir... Mein Gott. Du bist ja ein Lootklauer. Ja. Ein Looter. Ein Lootlump. Fuck, ey. Wenn ich in die Hütte kommen könnte, könnte ich mir eine Waffe holen. Aber der Dude rennt hier rum. Alter, ich hau die nieder und er lootet die, ey. Ja, brauchst du Öl und einen Knochen? Nein. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich das jetzt klauen. Ich pack's ja in die Gemeinschaftskasse. Ja, solange du es nicht selber brauchst. Boah, der hakt bei mir so. Einen Knochen brauche ich jetzt schon. Ich muss mir eine Waffe bauen. Alter, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Lebensenergie, ey. Und wieso leckt denn das bei mir jetzt so, ey? Oh, scheiße, was ist denn das? Oh, das ist doch zum Kotzen. Was ist denn das heute, ey? Wieso leckt denn das so? Mann, ich wollte doch einfach nur ein paar fucking Bäume fällen. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ja. Ach, also Steine muss ich sammeln. Ja. Ah. Jetzt habe ich keine, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Alter, ich weiß nicht, die ersten 10 Schüsse, die gingen alle daneben. Solange es nur 10 sind, bei mir waren es keine Ahnung. Ich habe nichts getroffen, Alter. Ich habe nichts getroffen. Also, ich, dass ich überlebt habe, ist total unverdient. Das sowieso. Also. Mann, ey. Dann musste ich noch in diese scheiß Spieße springen. Ja, das, ey, 3 reich sogar. Nee, das muss weg. Das kann ich, das kann man nicht machen. So, Crossbow haben wir auch jetzt wieder. Ach, das bist du, okay. Ach, Leute, das ist halt alles furchtbar. Ja, schon gar keinen Bock mehr auf das Scheißspiel hier, ey. Ja, noch nie gehabt. Naja, was? Jetzt 1-2 Folgen, dann sind wir wieder drin. Da müssen wir schon fast wieder aufhören.
Aber ich gehe mal gucken, ob ich... Ach nee, vielleicht sollte ich mir vorher... Ich weiß auch nicht. Oh, Stillstand. Was ist da los? Jetzt geht's, okay. Alles leer hier, ja. Rasch ich da jetzt einfach hin? Toll. Was soll ich denn mit 32 Steinen, Alter? Das ist ja nix. Naja, umbauen in spitze Steine und damit Pfeile bauen. Scheiße, ey. Scheiße, diese blöden Spieße, ey. Das regt mich so auf. Oh Gott. Neue Tür brauchen wir auch noch. Die Leiter haben sie auch kaputt gemacht. Also sind die denn deppert oder was? Hätten sie das nicht kaputt machen können, bevor sie da hochgehen? Mann, du. Ach, die waren oben oder was? Ja, jetzt wäre ich ja nicht in die Spieße gesprungen. Achso, okay. What the... Was wollte ich? Eine Tür. Ich rush jetzt zu meinem scheiß Rucksack hin. Scheißegal, was soll's. Ich wollte irgendwas sagen, bevor ich gekillt wurde. Ich wollte noch... Scheiße, genau, ich wollte noch... ich wollte noch hier wegen der Alpha 11... Das wollte ich noch ansprechen. Ah ja, okay. Und zwar, dass wir ja eigentlich nur auf die Alpha 11 warten. Ne? Aber wir sind aber auch... Ne, haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was haben wir gemacht? Ne, schon gut. Okay. Wegen der Tür jetzt einfach nur, wie wir die platziert haben. Frag mich mal. Ja, was dann erzähl doch mal wegen der Alpha 11. Ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus wollte damit. Okay, ja. Ja, dass wir dann ja natürlich auch von vorne anfangen werden. So irgendwie. Ja, eigentlich wollten wir das so ein bisschen, überbrücken. Eigentlich hätte die Alpha 11 jetzt schon längst raus sein sollen, jetzt wo wir aufnehmen. Hust. Aber ist ja nicht unsere Schuld. Ja, kennt man auch gar nicht so von Entwicklungsstudios, dass sie ihre Termine verpassen. Das ist ja im Moment sowieso ein ganz schöner Trend, ne? Das war schon immer so. Ja, aber es fällt dieses Jahr irgendwie noch mehr auf, finde ich. Also mir zumindest. Ja, okay, jetzt bringen sie natürlich keine halbfertigen Spiele mehr raus. Na, wollen wir es hoffen. Na, jetzt, ich meine, neulich haben wir drüber geredet, GTA wird für den PC nochmal verschoben. The Witcher wurde schon wieder verschoben. Also, ne? Hätte auch schon längst da sein sollen. Uncharted 4 wird verschoben. Batman haben sie verschoben. Also der Trend geht zum Verschieben. was ich gar nicht mal so schlimm finde, wenn ich ehrlich bin. Ja, na, solange die Qualität stimmt. Ganz genau, solange es sich am Ende dafür gelohnt hat, noch ein bisschen länger drauf zu warten, sage ich, Leute, verschiebt. Verschiebt so lange, wie ihr wollt. Und wenn es noch ein Jahr dauert. Lieber ein fertiges Spiel am Ende, als so ein halbherzig hingerotzten Scheiß. Wie Assassin's Creed Unity. Wo man echt gemerkt hat, das musste jetzt raus. Sonst gibt's kein Geld. Ja. Genau. Genau. Und, ja. Naja, wir wollten halt irgendwie, also unser Plan ist halt, wenn dann die Alpha 11 rauskommt, dann machen wir hier nochmal so ein richtiges, dann machen wir hier nochmal richtig Party und ja, genau. Dann fangen wir halt mit der Alpha 11 an. Genau, einmal richtig Party, so hätte ich es auch sagen sollen, genau. Ich bin total, hier ist alles voll. Wir müssen... Was? Vielleicht sollte ich die Musik ändern.
die ist vielleicht nicht so cool. Mann, ey, wann? Du auch, okay, gut, du auch. Wann begreift dieser Trottel endlich, dass er keine Pfeile hat? Meine Fresse, Neo. In der nächsten Folge, denn für diese Sache, danke fürs Zusehen. Macht's gut, ciao. Ja, tschüss. Was hatte ich Spaß heute, du. So, neue Axt, neues Glück.